Hallo liebe Gartl- und Werkelfans, heute ein Video zum Thema Schafgarbe. Dahinterhalb auf dem Bauschutthügel ist alles voller Schafgarbe aufgegangen, beim Nachbarn herum, beim neigen Haus. Die darf man schnell alle mehr ausgraben. Und die kommen dann quasi 100 Meter weiter unten, finden die ihr neues Zuhause. Das werden sicher sein 30, 40, werden wir schnappen wahrscheinlich. Auf alle Fälle die ganzen Steine, die da jetzt noch sind, das sind alte Flusssteine, die im Boden waren, grobes Gerödel und so weiter. Die schaue ich, dass ich auch runterbringe. Und dass die werde wahrscheinlich eine Trockensteinmauer machen. Aber nicht in dem Video. Und übrigens, wer sich wundert, dass ich jetzt mitten im Hochsommer quasi die Hauben aufhabe, so ist das nicht. Wir haben gestern den Durchzug der Kaltfront gehabt. Es hat schlagartig abgekühlt von 33 Grad auf 6 Grad in der Früh. Wir haben heute da drinnen, wir sind da im Afflenzer Becken, leichten Morgenfrost gehabt am Boden. Es herbstelt schon. Und da unten seht ihr, wie die Nebelschwaden ziehen. Am ersten Teil von der Palte eine Scheibtuchung voll, das werden so 35 Pflanzen sein, immer drum. Habe ich jetzt einmal ausgegraben. Das geht wirklich gut heute. Ich habe das schon früher einmal probiert, im Hochsommer quasi. Da ist der Schutthiegel war wie Beton. Der war komplett austrocknet und fest. Da hast du keine Chance gehabt. Durch den Regen in den letzten paar Tagen, also die letzten zwei, drei Tagen, ist der Erdboden schon weich geworden und du kannst das mit dem Krampen schon rausholen. Es geht tadellos. Jetzt muss ich allerdings aufhören, weil ich habe jetzt gerade ein Erdwespennest geöffnet und die sind ziemlich abbissen. Und jetzt schaue ich, dass ich weiterkomme. Da habe ich es jetzt einmal auf dem Grundstück und alles was da ist, gehört schon mir quasi. Ne? Wo ich die ganzen Geschichten jetzt hin tue, ich habe noch keine Ahnung. Sie mögen Sonne und ein bisschen Lehm und so weiter und so fort. Nicht zu feucht. Ich habe es einmal, ich werde es dann einbauen auf alle Fälle. Das ist ja im Prinzip gleich wie bei dem Steinerhaufen da. Was man hat, hat man. Ich glaube, ich werde eine zweite Scheibtruchen voll holen, weil von dem Zeug kann man nie genug haben. Und bevor man es kauft, soll es da weiter wachsen. Außerdem ist das super heil gerade. Ich hätte mir jetzt gedacht, die Schafgarbe mag ich eigentlich voll sonnig und eher trocken. Am besten staubtrocken scheinbar. Das habe ich aber momentan da nicht. Ich werde es einfach da hinter die Rheinfahne in Verlängerung da machen. Da scheint eigentlich den ganzen Tag die Sonne. Und es ist normal erdfeucht. Ne? Möglicherweise schlichte ich dann vorne eine Steine auf. Steine habe ich mittlerweile genug. Und dann sollte es einmal für sich für die Pflanzen passen. An vielen Wegesrändern lockert die Schafgarbe im Hochsommer das Grün der Wiesen mit ihren oftmals weißen, attraktiven Blüten auf. Sie ist eine ausdauernde Blühpflanze und auch eine beliebte Heilpflanze. Und deshalb lohnt sich ein Anbau im Garten in doppelter Hinsicht. So, das ist einmal der Rest. Zweite Scheibtruhe voll. Eventuell geht sie noch dritte aus. Da habe ich jetzt einmal ein 1x3,5 Meter großes Schafgarbenbeet und ich glaube, das reicht aber einmal. Da soll sie einmal wachsen und verteilen kann es dann später immer noch, beziehungsweise aussehen oder durch Wurzelteilung kann man es vermehren. Schafgarben blühen in der Regel von etwa Mai bis September. Für die Heilkräuternutzung sollte die Schafgarbe im Juli oder August verwendet werden, weil hier die Blätter einen besonders hohen Anteil an ätherischen Ölen haben. Es gibt niedrige, mittelhohe und hohe Schafgarben. Sie ist ein ausgesprochener Tiefwurzler und deswegen sollte eine möglichst tiefgrünige Humusschicht vorhanden sein. Übrigens, den Insekten ist es egal, ob die Pflanzen jetzt 100 Meter weiter oben oder herunten weiter wachsen. Die werden ganz normal angenommen. Es gibt einiges an Schwebfliegen, sonstiges Getier und das ist der erste Schritt zu einem naturnahen Garten. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.